Das VW-Werk in Hannover. Seit inzwischen 60 Jahren wird hier eines der bekanntesten Fahrzeuge der Welt produziert, der Bulli. Inzwischen läuft die 6. Generation des Klassikers hier vom Band. Das Geschäft mit den leichten Nutzfahrzeugen ist ein ganz anderes als das mit Pkw. Es ist ein, wenn Sie so wollen, ein eher logisches Geschäft, ein wirtschaftlich orientiertes Geschäft, ein Geschäft für bestimmte Kundengruppen. Und es ist nicht so wie auf der Pkw-Seite ein Geschäft, was durch Emotionen dann auch geprägt ist. Auf über 1,2 Quadratkilometern laufen hier jedes Jahr 176.000 Fahrzeuge vom Band. Neben den Fahrzeugen der T-Baureihe werden hier auch der VW Amarok und die Rohkarosserie des Porsche Panamera produziert. Statt niedriger Kosten und billiger Arbeitskräfte im Ausland setzt man hier auf Qualität und Qualifikation. Technologie, Technik, Automatisierung kann heute jeder kaufen. Ingenieure können sowas zum Laufen bringen. Um mit dieser alten Fabrik, mit modernen Fabriken mithalten zu können, brauchen sie Mitarbeiter. Mitarbeiter, die gut ausgebildet sind, Mitarbeiter, die motiviert sind, diesen Wettbewerb aufzunehmen und gewinnen zu wollen. Um im immer härter werdenden Wettbewerb bestehen zu können, hat man bei Volkswagen viel in die Anlagen investiert. Dieses neue Presswerk mit 9.100 Tonnen Pressdruck ist deutlich stärker und energiesparender als vorherige Installationen. Bis zu 60 Fahrzeugteile können darin pro Minute geformt werden. Auch eine komplett neue Montagestraße wurde während des laufenden Betriebs in den letzten 2 Jahren installiert. Wir haben ja viele Verbesserungen gegenüber dem alten Stand. Wir haben höheneinstellbare EHBs, Elektrohängebahn heißt das, EHB. Da, wo die Autos drin sind, die können wir in der Höhe einstellen, so wie wir sie brauchen für die Arbeitsgänge. Wir haben mitlaufende Bänder installiert, wo der Mitarbeiter, früher musste er mit dem Auto mitgehen, jetzt kann er stehen bleiben und kann seine Arbeit verrichten. Und das war für die Mitarbeiter ein enormer Fortschritt oder ist ein enormer Fortschritt, ist überall gut angesehen. Die Mitarbeiter können jetzt besser ihre Tätigkeit machen, weil sie nicht mehr mit dem Fahrzeug mitlaufen. Sorgen, dass durch den immer höheren Grad an Automatisierung die etwa 14.000 Mitarbeiter am Standort Hannover irgendwann komplett durch Maschinen ersetzt werden können, hat Betriebsratschef Thomas Zwiebler nicht. Je komplexer die industriellen Zusammenhänge werden, umso häufiger ist dann doch schon noch ein Eingriff des Menschen notwendig. Was wir aber sehen, ist, dass sich mit Sicherheit die Qualifikationsanforderungen verändern werden. Bis ein VW T6 gebaut ist, vergehen insgesamt 4 Arbeitstage. Alle 2,5 Minuten erwacht dann ein neuer Bulli zum Leben.